Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Helle Freitag. Mein Name ist Edner. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und damit ganz herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Lehrerlügen. Und ich möchte ein bisschen das Ganze elaborieren. Nur mal ganz kurz als wichtigen Punkt vorab. Das ist ein satiremäßiges Video. Lehrerlügen meine ich jetzt damit nicht, dass sie allgemein im Lehrplan generell immer lügen. Das war ganz gut dahergesagt. Lehrer sind wichtig. Ich bin ein großer Fan von allen meinen Lehrern eigentlich gewesen, außer den Religionslehrern. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass eigentlich jeder Lehrer auch wirklich wichtig ist. Und ich habe keinen Groll gegen irgendeinen meiner ehemaligen Lehrer. Mit dem Ganzen aus dem Weg genommen, möchte ich nun in das ganze Ding hier reinstarten. Was meine ich damit? Lehrerlügen. Vor allem möchte ich zwei Lehrerlügen mal hier ein bisschen genauer elaborieren, denn ich bin der Meinung, dass die schon damals sehr, sehr witzig und prominent waren. Beziehungsweise eigentlich sogar drei, wenn ich ehrlich bin. Und zwar starten wir doch einfach mal mit der allgemeinen, wunderbaren Lüge im Bereich Klausur. Und zwar, das kommt alles in der Klausur dran. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber wenn ich einen Mathelehrer hatte, der hat dann immer so gesagt, ja, das müsst ihr machen, das müsst ihr lernen. Ja, das müsst ihr lernen, das müsst ihr lernen, das müsst ihr lernen, das müsst ihr lernen. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich meistens gelogen. Der große Punkt ist allerdings, dass ich das erst ja recht spät in meiner Lehrzeit oder in meiner Schulzeit gelernt habe. Ich war ja sehr lange Schüler, viel zu lange, wenn ihr mich fragt, und habe das aber auch irgendwann rausgehabt. Was meine ich damit? Später in meiner zweiten Ausbildung tatsächlich hatte ich ja auch Berufsschule und ich wusste dann schon sehr wohl, wenn ein Lehrer gesagt hat, ja, das kommt eine Klausur, das kommt eine Klausur, und dann denkst du dir so, die Klausur, die geht ja ungefähr vielleicht, weil es halt oder Prüfung im Allgemeinen, die geht circa, ja, sagen wir mal 15 Minuten. Da kann der keine 16 Seiten rannehmen. Also wird er was Spezielles dran nehmen. Also kann man da vielleicht ein bisschen was draus machen. Das auf jeden Fall mal als eine Nachricht. Tatsächlich eine Lüge, in Anführungsstrichen, ist sehr spezifisch. Das kommt immer auf den Lehrer tatsächlich an. Und zwar die Lehrerlüge mit dem, die Prüfung bekommt hier am Mittwoch wieder, wenn ihr das Ganze am Montag geschrieben habt. Es gibt Lehrer, die, da muss ich jetzt mal wirklich hier betonen, die haben dir das, wenn es sein muss, auch noch am selben Tag gegeben. Da hatte ich auch Lehrer, ja. Das waren aber immer die Arbeiten, die ich nicht zurückhaben wollte. Die Arbeiten, wo ich wusste, dass ich eine gute Note geschrieben habe, ja, die... Ja, braucht man nicht, ne? Die kommen dann halt irgendwann einmal. Das war böse, fand ich auch immer wieder gemein. Aber ja, gut, ich meine, ein Lehrer muss ja in seiner, ja, Nicht-Schulzeit das Ganze, ich sage es bewusst nicht Freizeit, das Ganze korrigieren und machen und tun. Und da ist das Ganze schon mal ein bisschen schwierig. Und die letzte große Lüge, die ebenfalls noch immer dazu kam, und die kennt ja alle, dieses eine legendäre Zitat eines Lehrers, wenn, zumindest wenn ihr, ja, schon vor einer früheren Weile mal in der Schule wart. Ihr habt nicht immer einen Taschenrechner dabei. Aber das war zu Zeiten, ja, sind wir mal ehrlich, die sind schon lange vorbei. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe erst ein Smartphone gehabt. Boah, lasst mich überlegen. Das war, glaube ich, so in der 10. Klasse. So, wo ich richtig sagen kann, ich hatte ein Smartphone. Vielleicht sogar in der, dann quasi in meiner ersten Ausbildung. Also ganz lange, ganz viele Zeiten später. Vorher hatte ich tatsächlich nie wirklich das Ding. Und da bin ich mir dann schon gefragt, so, Kacke, ich brauche irgendwann aber mal einen Taschenrechner unterwegs. Das hat sich jetzt Gott sei Dank mit der Zeit erledigt. Da bin ich auch sehr froh drüber. Jetzt muss man auch dazu sagen, mit ChatGPT und sowas in der Zukunft stehend, wird ja das Ganze auch mit Textanalyse und Co. ein bisschen schwieriger, oder? Also auch da wird das Ganze vielleicht nicht so ganz einfach, denn man darf diese Techniken nicht missachten, denn da kommen Sachen manchmal bei raus, die sind echt überraschend, aber manchmal natürlich auch ziemlich dummes Zeug. Aber das waren sie. Ein kleiner Abstecher in den Bereich Lehrerlügen. Wenn ihr mal irgendwelche alten Geschichten von euren Lehrern habt, dann erzählt mir diese gerne, teilt sie gerne mit mir. Ich freue mich doch sehr gerne darauf. Ich wollte heute mal wieder was Einfaches machen, was Lockeres, was Leichtes fürs schöne Wochenende. Denn bei mir wird es dieses Wochenende regnen. So, jetzt habe ich auch noch über das Wochenende. Oh Gott, das war ein Durchfall jetzt gerade. Huch, das lasse ich auch noch ungeschnitten drin. Leute, das war Sprechdurchfall vom Feinsten. Oh Gott. Was mache ich hier? Nee, ich wollte euch sagen, es regnet nämlich dieses Wochenende bei mir. Das wird kacke. Und jetzt habe ich über das Wochenende, über das Wetter gesprochen. Und jetzt bricht mein Gehirn da völlig ab. Normalerweise schneide ich hier immer alles dann raus, was jetzt gerade ihr hört. Aber sind wir mal ehrlich, so ein Ding ist doch auch ganz gut. Und dann kriege ich wenigstens vielleicht mit ein bisschen Glück die 5 Minuten noch rausgestreckt. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich da gern drüber. Ich wünsche euch trotzdem ein wunderbares Wochenende. Und ja, bleibt gut und sauber dabei. Macht's nicht gut, macht's besser.
So hat es immer LeFloid früher gesagt und dieses Zitat nehme ich mir nach wie vor zu Herzen. Bleib sauber, jetzt aber wirklich. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.